Und mein erster Anrufer heute Nacht ist der Jan. Und Jan ist 29. Hallo Jan. Hallo Domian. Jan, um was geht's bei dir? Und zwar, ich habe mich vor gut einem Jahr beschneiden lassen. Mhm. Und ja, seitdem, sage ich mal, ist die Lust doch größer als vorher. Ach, die ist größer als vorher? Ja, doch. Warum hast du dich beschneiden lassen? Aus gesundheitlichen Gründen, weil die Vorhaut zu lang war. Weil die Vorhaut zu lang war? Ja. Aber die war nicht zu eng? Nee, zu eng nicht, einfach zu lang. Und beim Verkehr ist sie dann halt mit nach vorne gerutscht, was das Gefühl oder das Empfinden natürlich ein bisschen beeinschränkt hat. Verstehe. Erzähl uns zunächst nochmal, wie die Beschneidung abgegangen ist, wie man das gemacht hat, genau. Also das ist unter örtlicher Betäubung gemacht worden. Mhm. Hat dann also 4 Spritzen bekommen und ja, das Ganze hat ungefähr eine halbe Stunde nachher gedauert. Also. Mhm. Und dann denke ich mir, dass man mit großen Schmerzen nach Hause geht. Also ich muss sagen, ich habe, was das anbelangt, echt Glück gehabt. Bin vom Freund abgeholt worden und habe auch gleich zu Hause Schmerztabletten eingenommen. Mhm. Und war größtenteils eigentlich schmerzfrei. Und wie lange hat das gedauert, bis du dann wieder so einigermaßen normalen Sex haben konntest? Fast 2 Monate. 2 Monate. Ich stelle mir das auch schwierig vor oder schmerzhaft vor, wenn man dann eine Erektion hat, eine Morgenerektion oder dergleichen, während das Ganze noch verheilt. Das war so die ersten, sag ich jetzt mal, die ersten 5-6 Tage schon recht unangenehm. Hab aber den Vorteil gehabt auch, dass ich von meinem Arzt Tabletten gekriegt habe, Diazepam, also dass man einen sehr tiefen Schlaf hat und davon auch nicht gleich aufwacht. Verstehe. Jetzt ist das natürlich immer so eine spannende Frage für Männer, die nicht beschnitten sind. Was ist das für ein Gefühl, wenn man dann beschnitten ist und dann Sex hat? Erzähl es. Du hast den Vergleich ja jetzt. Ich habe den Vergleich, das stimmt. Es ist ein sehr, sehr anderes Gefühl. Es ist sehr neu, sehr anders. Mhm. Einfach besser. Einfach besser. Heißt es intensiver? Auch, ja. Kommst du jetzt schneller als vorher oder kommst du langsamer als vorher? Ich würde sagen, es dauert schon länger. Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast mehr Lust auf Sex als vorher. Das stimmt. Wie ist das erklärbar? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Warum? Weiß ich nicht, ob es daran liegt, dass vielleicht die Eichel jetzt denn teilweise an der Kleidung mehr... Vielleicht liegt es auch daran, dass du vorher aufgrund der kleinen Anormalität, die du hattest, vielleicht irgendwie nicht so dich hast gehen lassen können beim Sex. Ist das vielleicht möglich? Das ist gut möglich, ja. Ja, aber im Prinzip ist das doch eine gute Entwicklung. Oder ist es jetzt zu viel Lust auf Sex? Also für mich ist es eigentlich okay, für meine Freundin weniger. Was heißt denn das genau? Wie oft willst du denn? Also ich könnte jeden Tag, aber so jeden zweiten Tag wäre schon ein guter Schnitt, sag ich mal. Jeden zweiten Tag? Ja. Ja gut, das ist nicht so übermäßig viel. Also ich habe hier schon ganz andere Sachen gehört, wo die Jungs dann 3-4 Mal am Tag wollten. So schlimm ist es bei dir nicht? So schlimm ist es nicht, nein. Aber der Freundin macht's Probleme. Richtig. Wie lange bist du mit ihr zusammen schon? Wir sind 2 Jahre zusammen. Mhm. Wie oft will sie denn? Ja, so 1 bis 2 Mal die Woche. Mhm. Ja, ich meine, Jan, was gibt's da? Da gibt's ja keinen Kompromiss in dem Sinne. Da musst du halt in gewisser Weise nachgeben. Du kannst es hier nicht aufdrängen. Nee, das stimmt. Das heißt, da musst du dich alleine vergnügen, ab und zu mal zwischendurch. Ich hoffe, dagegen hat sie nichts. Nein, sie hat nichts dagegen. Ja. Und dann ist das Problem gelöst. Eigentlich schon, ja. Ja, es ist ja bei Sexualität immer so eine Sache. Wenn einer keinen Bock hat, hat er keinen Bock. Und da gibt es nichts zu reden und da kann man sich nicht annähern. Da muss man Rücksicht drauf nehmen. Stimmt. Als derjenige, der mehr Lust hat. Und Was sagt sie denn? Sie hat das vorher und nachher ja jetzt auch mitbekommen. Ja. Was gefällt ihr denn besser? Also
sie sagt, für sie ist kein Unterschied vorhanden. Wahrscheinlich aufgrund dessen, was du noch mehr Lust jetzt hast, war ihr der vorhergehende Zustand vielleicht sogar noch lieber. Man weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nur eine kleine Frage. Ist dieses Häutchen entsorgt worden oder hast du es dir in Spiritus mit nach Hause nehmen können? Das ist entsorgt worden. Ich wurde aber gefragt, ob ich es mitnehmen würde. Hat man dich in der Tat gefragt danach? Das ist ja lustig. Ja. Und ja. Du hast aber nicht darüber nachgedacht oder es eventuell in Erwägung gezogen? Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Es ist mir sogar gezeigt worden. Also der OP-Assistent kam mit diesem kleinen Döschen auch an, was in Spiritus eingelegt war. Mhm. Ja, also da ist null zu erkennen gewesen, ganz ehrlich. Ach so, naja. Also ich sag mal, meine Weisheitszähne sehen aus wie Weisheitszähne, die ich zu Hause liegen. Ja. Aber das ist jetzt nicht unbedingt was ich mir irgendwie in den Schrank stellen legen würde oder in eine Schublade. Ich wundere mich, dass du mit deiner Freundin noch nicht auf diesen Kompromiss jetzt gekommen bist, dass du sagst, okay, dann machen wir es halt weniger und der Rest bleibt in meinen Händen. Das wundert mich. Ja, die Möglichkeit, dass man dann mal sagt, okay, vielleicht gibt es dann doch noch die Möglichkeit, dass der ein oder andere Tag noch mal mehr rausspringt, ist natürlich... Kann ja sein, in welcher Stimmung ihr seid und wie sich das entwickelt zwischen euch beiden. Aber generell musst du natürlich darauf Rücksicht nehmen, wie sie will und was sie will. Ja, klar. Also da... Ein Nein ist ein Nein, das auf jeden Fall. Und aber ich höre schon daraus, dass du den unbeschnittenen Männern das durchaus empfehlen könntest. Den unbeschnittenen Männern das durchaus empfehlen könntest, sie beschneiden zu lassen. Oder? Doch. Ja. Also ich sage jetzt mal, wenn da jemand, das gleiche Problem hat wie ich, warum nicht? Oder was ich hatte. Ja, also im Prinzip ja nur eine Verbesserung bei dir. Ja. Ja. Jan, wir sind klar. Genau. Du musst ein bisschen zurücksetzen und dann ist gut, dann läuft's wieder. Ist denn sonst alles in Ordnung zwischen euch beiden? Sonst ist alles gut. Ah, das ist ja gut. Dann wünsche ich alles Gute und schönen Gruß an die Freundin. Okay, schönen Abend. Tschüss, Jan. Ciao. Tschüss.